Jo, hallo liebe Leute, da sind wir wieder. Jo, geht weiter mit den Cyber-Piranhas, die letzten 10 jetzt am Amazonas. Und jo, Ausrüstung ist auch immer noch die gleiche, die beiden Grundrouten identisch. Und dann noch die Grundroute, etwas ältere. Und die Matchroute. So, alle mit kleinen L-Ritzen und Raute 4.0 Haken. Das Ganze hier an diesem Spot. Und ich fange auch gleich morgens um 5 an. Und dann schauen wir mal, ob die letzten 10 Stück schnell genug beißen hier. Und da haben wir schon den ersten Biss. Ah, sieht aber eher nach normalen Piranha aus. Nö, er ist der Cyber-Piranha. Sehr schön. Sind es nur noch 9. So, hier kann ich nichts nebenbei mit Spinroute. Nein, obwohl doch, ich könnte nebenbei ja noch auf Cyber-Piranhas gehen, aber vier Routen reichen ja auch. Und Nummer 2. Das geht ja gut los hier. Aber das ist ein normaler Piranha, oder? Ne, noch ein Cyber. Nummer 3. Wow. Wenn das so weitergeht, schaffen wir die 10 Stücke alle in einem Video. Jo, das ist der erste normale Piranha in Tropigröße. So, direkt hier vom Bootssteg aus. Ja, auch schon im ersten Cyber-Piranha-Video gesehen. Ein bisschen länger her. Habe ich ja hier angefangen, die ersten 23 gefangen. Weiß gar nicht, wie viel ich da in dem Video schon hatte von den 23. Jetzt beißen erstmal eine Reihe Tropi Piranhas und zwar schwarze. Da liegt mein schönes Boot. Mit Gary Scott Motor. XL, OXL sogar. Oh. Wäre nice, wenn man sich jetzt hier so einen Stuhl hierher ziehen könnte und dann hier hinsetzen könnte. Aber solche Animationen haben sie leider nicht mit reingebracht. So, hier geht's weiter.
Und der nächste sein. Jo, Nummer 4. Da hinten geht die Sonne auf. Rot und Gold, so muss das sein. Mehr Gold als Rot. Da ist noch so ein bisschen rötlich angeschimmert, die Wolke. Das schöne Hotel. Da sollte man auch einchecken können. Das wäre auch eine nice Animation. Wenn man hier mehrere Tage bleibt, dass man da eine Übernachtungsmöglichkeit hat. Und sowas haben sie alles nicht gedacht hier. Um das Ganze noch ein bisschen authentischer zu machen. Jetzt kommen die ersten roten Piranhas. Ja komm, ich werfe erstmal noch aus hier. So viel Zeit muss sein. Und Nummer 5. Gut, den werde ich jetzt mal reinholen hier, bevor der abhanden kommt. Der wartet ja schon lang genug, aber das ist wieder ein normaler Piranha, schätze ich. Ein roter. Jo. Aber auch Tropigröße. Na komm. Ablegen, habe ich gesagt. Und nicht einkurbeln. Und das ist jetzt 5 oder 6? 1, 2, 3, 4, 5. 5 Stück, also noch 5. Jetzt wird es wahrscheinlich eine Zeit dauern, bis die nächsten beißen. Weil 5 Stück innerhalb von einer halben Ingame-Stunde ist ja schon enorm. Und mit Dachterrasse, mit Brüstung. Da nochmal eine Terrasse mit Glas an der Brüstung. Da auf der Seite auch. Ne, das ist eher Balkon von dem Apartment. Das wäre mein Apartment da, oder? Das hier, wenn das da links ein Ausgang auf die Dach, auf die, ja, ist ja auch eine Dachterrasse. Weil da sind ja nur zwei Stockwerke und Erdgeschoss. Und dann kommt das erste Dach. Dann kommt das Aufbau mit der dritten Etage und dem Dach oben drüber noch. Das ist wieder ein kleiner roter Piranha, schätze ich. Nur ein kleiner schwarzer. Und wieder ein kleiner Schwarzer. Heißt aber nicht Alice mit Vornamen.
Das wär's ja alles schwarzer, ne? So, wo bleiben die nächsten Cybers? Jetzt bitte nochmal alle vier Routen jeweils ein Cyber-Piranha, weil dann würde nur noch einer fehlen. Wäre nice. Das könnte einer sein. Das ist sogar einer. Und da haben wir den nächsten. Mein Wunsch ist den Spielbefehl, wie es aussieht. Jetzt fehlen nur noch die anderen beiden Routen. Drei Stück noch. Dann bekommen wir das Adamant-Vorfach in fünffacher Ausführung. Für vier Routen. Obwohl, na, das Elektro-Vorfach habe ich sogar sechs Stück. Ne, auch fünf Stück bekommen, genau. Auf der habe ich gar keins drauf. Nur hier habe ich die Elektrovorfächer drauf auf den Grundrouten. Da habe ich ein normales Vorfach, Titanvorfach drauf. Es reicht, wenn ihr auf einer Route das Elektrovorfach oder im anderen Fall Adamantvorfach drauf habt. An allen anderen Routen, die ihr mit auswerft, braucht ihr es nicht dran haben, zählen aber trotzdem, wenn da welche beißen. So, jetzt ist erstmal wieder Ruhe hier.
So, was ist los jetzt hier? Eingeschlafen die Fische oder was? Wie sehe ich das hier? Ich glaube, ich hole doch mal die Spinnrute raus. Um den Spawn ein bisschen zu triggern. Wie, was haben wir da denn jetzt dran? Ein Jumara. Wusste gar nicht, dass die hier zu Hause sind. Ja, aber auf den Grundrouten und der Matchroute will einfach nichts mehr beißen. Da bringt das auch nichts, wenn ich hier mit der Spinroute drohe. Und Pilbis. So, was ist jetzt los hier, Alle nochmal neu auswerfen, oder wie? Weil tut sich ja gar nichts mehr. Aha.
Wo bleiben die Cybers? Ich brauche Cyber-Piranha und nicht den normalen. Das Spiel will wohl, dass ich doch wieder zwei Videos davon mache, von den 10 Stück. Wieder kein Cyber. Wieder nur unter 500 Gramm roter Piranha. Ein einziger Aniumara hat er gebissen und seitdem beißt er gar nichts mehr. Ein Fehlbiss hatten wir nochmal, 2 Stück. Und das war's dann. Obwohl die Beißkurve ja mit fortschreitender Zeit besser wird, wird ja eigentlich immer besser. Trotzdem beißt sie jetzt weniger als da, wo die Beißkurve ganz im Keller war. Also, wir haben das ganze Spiel total verstellt, alles mit den letzten Updates. Also die letzten Updates in den letzten 3, 4 Jahren. Davor war es, wie gesagt, anders. Waren ja die höchsten Stellen der Beißkurve auch die Stellen, wo die dicken Fische gebissen haben und noch mehr Fische gebissen haben als in den Stellen, wo die Beißkurve im Keller war. Aber es beißen keine Cybers mehr. 5 Stück schnell hintereinander in der ersten halben Ingame-Stunde. Und seitdem ist Feierabend hier. Nur noch normale Piranhas und die aber auch spärlich. Ja. Das könnte mal wieder ein Cyber sein. Jawohl.
weißt einfach gar nichts mehr. Okay, lass mir die Spinnrute wieder weg. Hat ja keinen Sinn. Ein Angumara und seitdem gar nichts. Bis auf die beiden Fehlbisse noch. Macht keinen Spaß. So, was ist los jetzt hier? Zwei, vier, sechs, acht. Also zwei Stück noch. Muss ich echt wegen zwei Stück nochmal ein neues Video starten? Nervig. Also in der ersten halben Ingame-Stunde haben 5 Stück gebissen. In den nächsten 3 halben Ingame-Stunden, also anderthalb Ingame-Stunden, haben nur 3 Stück gebissen. Also eine pro halbe Ingame-Stunde. Doch merkwürdig alles hier. Na kommen jetzt hier die letzten 2 Stück. Ey, kann ja wohl nicht warzen, Schwein. Du bist eh kein Cyber. So zaghaft wie das bimmelt hier und der sich kaum bewegt. Das ist ein kleiner, normaler Piranha. Ein roter sogar nur. Nö, ein schwarzer. Sah eben rot aus im Wasser. Nö, es will nichts mehr. Okay, Leute, das war's dann für das Video. Die letzten beiden seht ihr dann im nächsten Video. Und vielleicht dann noch den ersten Mega-Piranha. Mal gucken, wie es läuft. Bis dahin, tschüss.